Welcome to Bjorn's Art and Quality is what you need if you want Hallo to survive. Bjorn. Nee. Müssen wir mal in eine andere Stadt, ne? Wahrscheinlich. Ja, es gibt nicht mal viel Neues, okay. Verbessern kann man auch nicht viel. Hier nochmal. Bisschen weniger Gewicht halt. Was sieht's denn aus bei Kisi? Wir können vielleicht Kisi halt was kaufen mal. Wer hat da doch sein Stani-Zeug, glaube ich. Kaufen wir Kisi mal was. Zaubererhut. Kapuze des Ergebenen. Kostet 6400. Der hat einen Schlangen. Moment, der hat ein Diadem. Das hat er schon. Das Erzmagier. Richtiger Waffenrock. Gucken wir mal hier. Magiermantel, Auenkleidung. Aber die haben auf jeden Fall bei den Chars was gemacht. Sehen nicht mehr ganz so matschig aus wie letzte Woche. Ja, hier siehst du es auf jeden Fall in der Seite, dass er die gerade ein bisschen pixelig darstellt. Zumindest bei mir auf meinem 2K-Ding. Aber ist okay. Warte mal, ich muss switchen. So. Digga, ist ein krummer Buckel. Guck mal, auf 115 ging er sogar dann hoch. Animistisches Gewand. Da kriegt er ganz schön einen Boost. Kann aber nicht tragen, weil Erzmagier. Okay, das wäre ein dicker Boost. Wir haben 34.000. Kaufen wir mal ein Küstergewand. Die Noppen Lederstiefel. Die können fast alle tragen. Aber das wäre schlechter für ihn. Der hat anscheinend relativ gute, okay. Umhang hat er ja an. Ansonsten maximale Ausrüstung. Oh, das wäre halt auch noch cool. Okay, Kopf wäre noch die Frage. Nochmal ganz kurz Kontrolle. Er hat ein Diadem auf. Okay, das ist schlechter. Alright. Kaufen. So. Oh. Haselm, danke schön für dein Follow. Hallo, schön dich auch hier zu sehen. Hat es er direkt an? Ja, hat er direkt an. Also können wir das eine direkt verkaufen. Grüße, schön hier zu lesen. Bist jetzt wegen Wolfsfahrt rübergekommen. Wir verkaufen noch ganz kurz hier. Das Ding, weg. So, Gewicht höchste. Das ist okay, okay, okay. Ach, wir wollen, ja doch, wir wollen den ganzen Shit hier lagern, Chat. Muss ja was sagen. Ja, alles gut, Hasel. Gleich, Frank. So, müssen wir ganz kurz alles einbunkern, nicht wundern. Dann geht's weiter. Einlagern. So, befangen. Ist alles equipped. Alles equipped. Die müssen wir mitnehmen, selbstverständlich. Rein. Meinetwegen, da vielleicht auch weg. Die Fische sind halt auch nötig. Hartknolle, Golderz. Alle rein. Die Knochen. Okay. Reisestein weg. Lammöl brauchen wir. Die Steine. Muss die Käfer essen. Ölpfeile können wir auch übertun. Vielleicht spielen wir irgendwann Archer. So, Kisi hat das alles equipped. Greifenklaue rein. Ogersporn. Das rein. Bisschen. Okay. So. Hallo, der TH. Ich könnte noch höchst ganz kurz, sorry, kombinieren. Wir brauchen noch Heal-Tränke. Yep. Was kriegen wir hier noch? Noch mehr Arznei. Da haben wir auch das ganze andere Zeug weg. Große Menge Ausdauer, große Menge Gesundheit. Ja, meinetwegen, hier kommen. Kann ich einfach die ganze Zeit drücken? Ich craft jetzt wie Geisteskranker. Nüchternheitstonikum. Ohnmacht. Okay. You know where to find. So. Also ins Gasthaus. Und zwar das, ne? Ja, wir müssen auf den Balkon. Ne, da auf den Balkon. Kommen wir da rüber? Ja. So. Whatever.
Guten Tag, ich bin Pfälzer. Da ist eine Leiter. Huch. Achso, warte mal, da ist er, Frankie. Huch. Hanky. Hi. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Mhm. Gehen wir wieder rüber. Ich hätte gerne ein neues Zweihandschwert auf unserem Arsenal, so als Herrscher. Okay, du willst wieder dastehen, ich sehe schon. Bitteschön. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from. Also immer schon bekannt. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind, pray, take this. 'Tis a symbol of my own gratitude. Oh, wow. Objective. What? Indeed. You've culled more than your fair share of monsters. Oof. Right? Pick? Bisschen weniger Abwehr, dafür aber Widerstand für Klinge und Verschlag. Ausrüsten. Dann, Kisi, du kriegst wieder kleine Bruder, den Rest. Hier. Wie sehen wir jetzt aus? Uff. Cool. Not a bad idea. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate. Gute Nacht, Ultima. Dankeschön für die Hilfe, wie immer. Diese's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. Yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels before now. Though I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, Your Majesty? Might I ask this task? Na klar. Annehmen. I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Suche nach Beweisen für Disas Missetaten. Gibt's noch mehr? Der Magistrat. There is but one who I have no doubt will lend his support to Your Majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Disa demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldar will be willing to vouch for Your Majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? Na klar. Wir nehmen alles an. A means for you to enter the palace dungeons. Fass er sich an den Kopf. Take this. This mission demands the utmost secrecy. Prithee, be cautious, Your Majesty. Die Dialoge könnten ein bisschen geiler sein, muss ich sagen. Die sind ein bisschen monoton, oder? Also da gibt's ein bisschen Verbesserung für dich. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. Okay. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim. And for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. Mm-hmm. Oh. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign
at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, your majesty? Might I ask, was er uns alles für Aufgaben gibt? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Mm-hmm. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Die Maske kriegen wir noch von dir. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here. Ja. This should suffice to help you blend in. Natürlich. Take care, your majesty. Ah, there is one other thing. Was denn? Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Das heißt? Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress. Ja, alles klar. Warte mal, oh, warte mal, eine Sache gab's noch, ne? Ja. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. Haben wir das Buch nicht gerade gelesen? For some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold from the daily purchase of sweet crown flour. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. Huch, sorry. Einfach mal kurz orange gemacht. Diesen hier, einmal dunkler. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet, 'tis strange. For sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say, 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, Digga, jetzt haben wir aber viele Aufgaben. Venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. Okay. I am glad to hear it. For I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign. Okay. Easy. Enough to do, eh? So. Someone is looking this way. Was fangen wir jetzt an? Okay, der eingesperrte Magistrat ist ja direkt hier. Was ist denn da oben? Was war? Verfolgt von einem Schatten. Nimm mit der geheimnisvollen Gestalt Kontakt auf, die dich auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Geheimnisvolle Gestalt. Da hinten? Ah ja, du da. Bermudo. Hey! Wo rennt er hin? This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Schön, dass er auf uns wartet. Immer wieder. Na, wundern, wie gesagt, immer wieder. Die FPS droppt hier ein bisschen in der City, weil zu viel lädt. Hä? Hä? What? Hast du was gesehen da oben? Nö, ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Okay. Dann halt nicht. Jetzt ist die Quest auch weg? Oder bin ich doof? Nö. Ja, die ist woanders. Weird. Okay. Wir machen einfach das hier. Na? So. Okay, da unten. Wie gesagt, merkt ihr das denn arg, wenn die FPS hier ein bisschen droppt? Oder ist es nur bei mir so? Ich glaube, dass eine Preview für den Stream heftiger, schlimmer aussieht, als es bei euch eigentlich ankommt. Merken wir kaum? Ja, ich glaube, dass es bei euch sämiger ankommt als bei mir. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect. Shall we?
Eingeschränkter Zutritt. Es gibt Orte, die vollkommen tabu sind, um andere zu denen eine Tageszutritt. Wenn dich zum Beispiel eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischt, bist du wegen unbefugten Betretens festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu denen Vasallen allgemein keinen Zutritt haben, okay? Maskenbälle werden regelmäßig im Maskensaal von Schloss Fernworth abgehalten. Können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen. Maskenbälle sind allerdings formelle Anlässe und dir wird die Teilnahme nur gestattet, wenn du passend gekleidet bist. Okay. Nimm keine passende Kleidung. Wir wollen erstmal in den Kerker. Das ist der Stall, nicht der Kerker. Ich hoffe, seid ihr nicht böse, ne, wenn ich hier rumlaufe. Nur bei Nacht. Geht's halt zum Kerker? Nur hier links, glaube ich, ne? So, you've come. Captain Brandt bade me allow you passage. Dankeschön. Gefängnisturm. Jetzt kommen wir hoch, wenn wieder Nacht ist. Weißt du, dann kriegen wir aufs Maul. Boah, wie tief geht's denn hier? Loot. I'd hasten home. It's not my duty. Weg, Puder. Folterbank. So, hier ist. Ah, hier sind die Zellen, okay. Ist jemand drin? Nee. Au, oh, was? Was denn jetzt? Was? Was ist denn jetzt? Rally, this battle is not yet done. Alter, was ist denn? Ich kann nichts machen. Die haben mir viel zu viel Leben. Was um so. Hä? Okay. Das ist auch. Warum seid ihr jetzt böse? Weil Nacht ist, ne? For real? Hold fast. You have the strength to prevail. Komm ich jetzt da hoch und es ist dunkel? Nee, hä? Warum seid ihr jetzt aggro? Hä? Weil unbefugt. Okay. Hi, hi. Hi. Aber wie soll ich das machen? Mit der Maske ist aber nur auf Maskenball. Fuß. Oh, was? Digga, wir haben. Was? Ach. Standardausrüstung für Wachen und Wächter. Unscheinbar, aber funktionell. Ah, beides mal Expeditionsumhang. Oh, Mann. Okay. I do understand. Und ein Jaspis. Interesting. Hat er das erwähnt? Nee, gell? So, mal gucken, was jetzt geht. Huch. Boah, dieser. Ich krieg schon Kopfweh durchs Runterlaufen, ey. So,
Ist er jetzt chillig? Versuchen wir, den nicht nahe zu kommen. Bist du der Magistrat? Watch yourself. Gallet. I'm not someone you want to cross. Okay. Da ist niemand drin. Da ist auch niemand drin. War das der von eben? Da ist auch niemand drin. Gellert. Okay, dann mach ich jetzt einfach hier auf. Have you come to release me from this jail? Who are you? Oho, the ruler. Claim you to be arisen as well, then? I must applaud the audacity of spinning such a falsehood. Though the possibility certainly stands that the man currently residing in the palace is but a pretender. Ah, they say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, would seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Er wurde umgebracht. Ha! Crusoe was discovered to be a liar. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Oh, you've no interest in such things? Why, the law is everything to me. It is life itself. I believe I can surmise what you came for. And though I am here on false charges, I have no intention of breaking the law to gain my freedom. Okay. What is it? Have you come to hear more tales of false arisens? Dann das hier? Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts, and I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Tell me, does that ring mit any Bergen, was von Büchern? Ja, die Bibliothek irgendwo. Ah, no. We are done here. Leave me be. Okay, jetzt weiß er ja, dass wir da weg sind, Miss. Finde einen Ort mit vielen Büchern. Okay. Jadis, ich glaube, ich mache mal diesen, dass ich nämlich diesen mache. Ne? Ich gebe mal ein bisschen Entspannung und mache so. Nicht wundern. Alright. Hier ist noch Ludi. Der ging es hoch. Ja, ist schon... Oh, meine Augen, ey. Viel angenehmer. Mit 4 Stunden die ganze Zeit hier das Licht ins Gesicht bekommst. So. Ist ja auch wieder schade, dass die Musik zum Beispiel jetzt leise ist. Im Verhältnis. Aber man kann es halt einfach nicht lauter stellen. Ah, hier ist sie wieder lauter, okay. Wo muss ich denn jetzt dazu hin? Einmal rechtsklick, so. Und jetzt, wo finde ich das? Eigentlich bei dem Magistrat. Indem er seinen Wissensdurst stillen kann. Ja, gibt's denn hier... Ach, hier? Ja. Hat's gerade markiert? Das ist ja unten, oder was?
Wahrscheinlich. Also, oh, in den Palast rein und irgendwie da durch, keine Ahnung. Moment. Ich glaube, das sollte nicht sein, aber ich glaube, dadurch habe ich es gerade entdeckt. Hoffe, dass wir da jetzt auch nicht nachts oder so weggebollert werden. Wer bist du denn? Boah, cool. Uff. Sieht auch big aus. Was ist denn, wenn ich jetzt in den Königssaal reinlaufe? Uff. Ich speichere mal. Audienzsaal. Boah, wie big sieht das aus? Cooles Setting. Finde ich da vielleicht irgendwas? Heraldischer Umhang. So viel dazu. Ein Umhang, der für Loyalität gegenüber dem Königreich verliehen wird. In letzter Zeit wurden wegen leerer Kassen viele davon an Händler verkauft. Ja, wäre nicht so geil. Heraldischer Umhang kann meinetwegen. Obwohl, wir haben jetzt zwei geile Umhänge eigentlich. Das kann auch Gysi bekommen. Die sind dann alle fern. Ich glaube, wir müssen draußen bleiben. Alright. Ich dachte, da steht da zufällig dieser Herrscher. Der Herrscherin so rum. Ich glaube, da gäbe es noch sehr viel noch versteckte Sachen. Aber ich glaube, das wird endlos. So, ich glaube, die Richtung. Wäre ich hier richtig? Ich habe mal Z drück. Warte. Ich erst so. Ich bin. Ah, weiter vorne. Ich glaube, dass es das einfach sein könnte. Ja? Ja, guck mal, eine Bibliothek. Boah, denkst du, ich hätte es so gefunden? Aktiviere ich das jetzt irgendwie? Hi. Wachhaus. Lol, nochmal Fußsoldatenzeug. Einfach mal das Mittagsbrotgeld geklaut. Was ist hier? Bemerke eine Soldatin im Dienst. Ich komme nicht umhin, es seltsam zu finden. Früher lungerten Vasallen scharenweise um den Riftstein herum. Aber ich habe schon einige Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Okay. Sind wir richtig, wirklich? Oder nicht, ne? Sind zwar ein paar Bücher liest, aber ich glaube, das reicht ihm nicht. Oder ich gucke jetzt nochmal. Nee. Ach da, guck mal, das hier. Links ist noch so ein Ort. Okay, da leuchtet auch ganz schön. Das könnte vielleicht was sein. Das Gebäude hier. Irgendwie so eine Schule. Magierschule. Oh. Ich dachte gerade, es wäre die. Nee, okay. Ich glaube, das ist der Ball hier. Okay. Wo können wir denn da noch hin? Das sind alles interessante Orte wahrscheinlich, ne? Ich glaube immer hier, ne? Schloss Wormworth. Erstes OG, zweites OG. Drittes OG, okay. Viertes. Untergeschoss. Handelsviertel, bürgerliches Viertel. Adelsviertel. Was ist das hier? Haus der Röschen. Freuden.
Rauskommen links, alles klar, Freundhaus. Was ist das hier? Wahrsagersalon. Drüben so ein Gasthaus. Boah, wo könnte das sein? So müssen wir da jetzt endlos suchen. Ich muss immer erst in die Hauptmap und dann kann ich auf die Quest gehen. Ich finde einen Ort mit vielen Büchern. Ist ja wahrscheinlich aber schon irgendwo hier, oder? Sollen wir nochmal gucken gehen? Ich glaube nicht, dass es in der Stadt ist, oder? Dürfte ja wohl nicht sein. Schön, dass es nahegelegen sein sollte. Könnte ja komplett falsch sein. Wir müssen wahrscheinlich in eine ganz andere Stadt oder so. Oh? Ja, nee. Guck mich jetzt einfach mal um. Was geht hier so ab? Speisesaal. Nee. Guck mal, keinem aus, sind direkt 10 Leute weg. Lul. Okay, das ist immer noch Zeug. Der Fleisch, aber gut, das können wir wahrscheinlich irgendwann alles verkaufen mal. Hi, wer klaut nur? Boah, aber wie gesagt, da geht's doch einfach runter in den Kerker, oder? Holy moly, keine Ahnung. Wo kommt man jetzt hin? Schatzkammer. Ja, nee. Oh, wo sollen wir denn hin, Chat? Habt ihr eine Ahnung? Im Schloss müsste doch safe irgendwo eine Bibliothek oder sowas sein. Wir laufen mal links nochmal lang. Gucken wir den linken, ganzen linken Flügel da hinten nochmal an. Audienzsaal. Hier, yeah, maybe. Jetzt geht's noch raus. Hof. Vielleicht irgendwo ein kleines Kuppelgebäude, was die Biblio oder sowas ist, ja. Eine Bibliothek, aber wird dir gar nichts angezeigt. Audienza. Okay, das ist jetzt einerseits cool, einerseits natürlich ein bisschen nervig, aber cool. Wenn es das nicht ist, dann ist es wahrscheinlich doch draußen, ne? Oder das Zwischengebäude hier an der Seite, könnte es höchstens noch sein. Da waren wir noch nicht drin, das müssen wir uns noch geben. Das hier. Stand mal vorhin drüben an der Brücke. Wachhaus, okay. Nee. Alright. Oder müssen wir mal anders mal nachgucken? Da gehen wir mal raus, ab ins Freudenhaus. Vielleicht findet er da seine Bücher und seinen Wissensdurst. Beziehungsweise kann stillen in besonderer Weise. So, Freudenhaus, wo? Oh, hi, Freunde. Dankeschön für den Heal. So. Bin ich irgendwie hoch oder was? Warum steht das alles hier? Gehen wir darüber. Haus der Röschen. Das Freudenhaus ist ein Etablissement, das auf die Laster der Adligen und die vermögenden Elite ausgerichtet ist. Eine Mitgliedskarte ist erforderlich, um Zugang zu erhalten. Und seine Dienste sind nur für jene erhältlich, die sie sich leisten können. Okay. Auf jedem Stockwerk sind Kurtisanen anzutreffen, die verschiedene Vorlieben bedienen.
Lediglich die Dienste derer im dritten Stock stehen neuen Besuchern des Etablissements nicht zur Verfügung. Nur geschätzte Stammkunden können die Platin-Karte erhalten. What? Mit welcher man in Genuss der Gesellschaft dieser exklusiven Kurtisanen kommt. Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. Oh wow, okay. Mann. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Wir müssen erstmal die Bibliothek finden. Mama, vielleicht kann er uns ja leiten. Weiß jemand den Weg? Also nicht zur Kiste, sondern Bibliothek. Allards Anwesen. Hi. Ja, neuer Auftrag. Platin im Haus der Freude zu werden. Ja, safe. Ist ja ein Wachhaus, ne? Ja. Sie wollten dahinter laufen. War da die Kiste oder was? Nee. Vielleicht nur Kraut. Alright, dann schicke ich euch mal los. Let's go. Zeig mal den Weg. Weiß einer was? Es weiß keiner was. Shit. Okay, das ist eine Kiste. Ach, die hat er gemeint da hinten. Okay. Gehen wir mal gucken. Clarks Anwesen. I've heard some interesting tidings about. Was denn, Frank? Huch. Nein. Indeed. Huch. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Ist die Kiste? Oder nicht? Hier. Noch mehr Ausrüstungsteile? Nee. Die Frage, ob das einfach random Anwesen sind, aber ich glaube schon, ne? Huch. Come to admire my sculptures, have you? Ho, ho. To think my eminence as a collector would reach in the ears of the Arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive, and 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you will make a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatar. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. Ingredients are plentiful here. Shall we see if there's aught to be found? Ort der Erlösung in Hand, aber wo soll der sein? Haus des Rechnungsprüfers. Ja, moin. Ne. Wie gesagt, auch cool, dass man, wie gesagt, in die ganzen Gebäude überall rein kann, dass sie einfach closed sind. Also es nimmt schon viel Immersion dann. Auch wenn die jetzt dann mal relativ unnütz sind oder so, ist dahingestellt, aber so finde ich es cool. Hallo Bude. Townsends Anwesen. Frank? Müssen wir das jetzt random finden? Was ist hier? Oh, das ist zu. Aha. Erste Anwesen. Sonnenblüte, okay. Ah, hier ist noch ein Teleportierstein, by the way. Da, wo du Malcolm getroffen hast, war Malcolm. Keine Ahnung. Was geht hier? Ach, das ist das Gasthaus, okay. There's something written here. Let's have a look then. Da das Magie-Ding oder was? Die Wahrsagerin. Sag mal mal was. Greetings. You seek guidance, do you not? You have lost sight of your path. Mhm. But I can point the way. Genau, passend. You only make a worthy offering in exchange. Okay. 50 Gold, ja, alles cool. I have seen your path. May these words guide you true. Betrachtet euren Pfad mit wachenden Augen und offenem Geist, auf dass das Licht der Offenbarung euch nicht verlassen möge. Okay. You've my gratitude. Euch gehört mein Dank. Okay. Cool. It is lovely to see you. Ja. Alles klar. Irgend so ein Keksspruch rausgezogen aus der Hosentasche. Boah, was für ein Malcolm haben wir denn irgendwo getroffen?
must be heir virtuous. Also, die Gilde. Nochmal ein Gasthaus. Oh, I don't know, Chat. Machen wir ganz kurz eine Pause für... Hallo? Have you a spare moment? I have an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week. Fear not, I only ask your name to list as a tenant. I'd be much obliged if you'd simply consider... Sound appealing? Then come on by and have a look. Okay, hallo. Haben wir jetzt was? Mildred bei im Haus? Nee, Digga, ich will jetzt nicht so viel Quests daneben. Ich wollte nur gerade sagen, ich mache ganz kurz Pause. Wir finden es gleich für YouTube. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Ich glaube, wir haben es gefunden. Wir sind gerade nur die Abzweigung rechts weggelaufen. Gucken wir über die Dächer, by the way. Nee. Die erlösende Hand scheint irgendwo da hinten zu sein. So. Das hier. Au. Hi. Die erlösende Hand. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier drin? Folgt dem verlinkten Questverlauf, bis ihr Malcolm in der Gewölben der erlösende Hand gefunden habt. Zufällig neben einem Raum, der bis oben hin voll mit Büchern ist. Kehrt mit dieser Erkenntnis zu Walter im Kerker zurück. Yo, wie versteckt ist das denn? Arzneidrank? Nothing? Was hör ich denn hier? Wird er sich erstöhnen? Warte mal. Können wir das einbrechen? Stöhnten da drin. Hallo, Polizei! Verlinkten Questlauf, bis ihr Malcolm in den Gewölben der erlösenden Hand gefunden habt. Okay. Gewölbe. Kann er da gewesen sein? Bist du Malcolm? Good day, sir. Nö. Hä? Kann er denn da sein? Aber wir kommen ja durch. Nochmal, wir gehen immer hier rein. Da ist aber nichts. Da ist niemand. Und die andere Tür ist zu. Ich höre jemanden stöhnen. Ergreifen kann ich auch nicht. I don't know. Okay, dann nochmal sorry. Ganz kurz Pause für YouTube, wir gucken. So, da sind wir schon wieder, sorry. Und zwar sollen wir... Huch, ich bin ja gar nicht im Game. Jetzt bin ich im Game. Sollen wir irgendeinem Typ da draußen 1000 Gold spenden? Ihm. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for arms for the poor? Geld spenden. Many thanks. Und jetzt soll's gehen. Und dann folgt man jetzt dem Wege, was? Digga, wenn ich jetzt schon wieder falsch bin, sorry für YouTube, wir rennen gerade eben schon rum und lesen im Internet. Und jetzt komme ich dahin und folge dem Weg, um zu Malcolm zu kommen. What? Wir sollen ihm Geld spenden und dann sollen wir Malcolm finden? Was geht bei euch allen hier? Elena? Josephine? Marjorie?
Rachel. Lottie. Lottie. What? Da hinten. Bist du's? Safe. Lubomir. Nö. Das ist Kisi. Hä? Ich rede mal mit ihm. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for arms for the poor? Few can afford Die Boxen. Hä, was geht denn hier ab? Juliana. Nein, ich will keine Quest annehmen. Nein. Nein, 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 nein. Digga, keine Ahnung. Sorry, nochmal die Pause. So, da sind wir jetzt schon wieder zurück. Wir müssen ihm mehrfach Geld spenden. Bis er uns eine Quest gibt. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. Yes. He's a steady lad. Like, this building's very old. It could be, might I impose on you to search for... Mhm. Sag jetzt nicht, dass ich jetzt da runterlaufe und die Tür jetzt aufgeht. Ich probier's jetzt fix. Da haue ich dem so eine links und rechts an die Backe. Ach, fick dich doch. Wir sollen jetzt die Kinder fragen und nach dem Gewölbe suchen. Wo könnte... Warte mal, da hinten ist ein... Ausgang, warte mal. Das müsste hier im Turm sein, warte mal. Ne. Okay, auch nicht, hä? Ich dachte, weil der ein Ausgangssymbol ist. Okay, nevermind. So, wir sollen jetzt mit den Kindern reden. Um rauszufinden, wo Malcolm ist. Eigentlich auch cool, dass es nicht so einfach geht, aber auch ein bisschen verwirrend, dass es natürlich so geht, ne? Malcolm's been really into it. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was... Okay. Malcolm. All he's don't know why he bothered. Okay. Ist er da am Brunnen? Malcolm? Moment, ist einfach hinter der Ding ein Eingang? Nee, no way, oder? No harm in picking a few. Nee. Okay, brauchen wir noch so ein komisches Kind? Oh, mein Brain, ne? Ich versuche mitzukommen, aber das ist gerade ein bisschen... Bisschen komisch. So, die Hammer. Wir kommen halt von riesigen Monsterschlachten jetzt zurück in sowas. War nicht gerade ein offener Eingang auf der Rückseite vom Gebäude? Welchem Gebäude? Welches meinst du? Wo du hinten rumgelaufen bist. Ein offener Eingang. Zurück. Sehe ich hier gerade irgendwas? Das hier. Du meinst das Fenster? Das ist einfach nur das Fenster für rein. Ohne Mini-Fenster, ja, alles gut. Ich glaube, ich penne mal ein bisschen Geld. 28 Gold, immerhin. Hm.
I don't fucking know, Digga, wo kommen wir denn jetzt auf einmal hin im Game? Haben wir den Kleinen da schon gesprochen? Ah. Den haben wir. Digga, was ist das jetzt für eine Quest hier? Gucken uns mal noch um. Das ist kein Kind. Oh Gott, da kommt. Wie soll man da sonst hinkommen? Ich kann nur vorstellen, dass er da irgendwo seitlich reingegangen ist, heimlich. Wir haben doch einen. Hier, kannst du haben. Viel Spaß. Just look at them. These should bright say. Would you mind terribly if I asked you another favor? Was? See, one of my friends taught me a magic spell. All you have to do is find a silver stone. But there's the problem. I've been. Would you find a silver stone and bring it to me? Oh, yeah, I'll be waiting. Also das Silbererz haben wir doch auch schon. Ja, gönn dir, Schwester. Not to say I'm unhappy at the. I want to tell them how. Oh, it's so shiny. Okay. Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. I quite agree. I don't fucking know. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf Map. Raus. Besuch darf in ein paar Tagen erneut, um zu sehen, wie es dir geht. Nee, gerade nicht. Das hier. Höre dich um und finde heraus, ob wir nur allgemein umhören, oder was? Nicht nur die Kinder. Okay. Weißt du was? Nee. Weiß jemand den Weg? Ich sage, wir sprechen mit jemandem. Was? Zeig an. Frank, jetzt hast du wieder Ahnung. Sehr geil. Sag an. Mit. I wonder what it was Malcolm found. Treasure? Und du, Frank? Ein Schatz, ja, Digga. Und jetzt? Der schläft. Müssen wir noch mit denen reden? Das war der Boy von eben. Die schlafen auch schon. Digga, was machen wir denn jetzt? Lemonade. Rasten können wir ja auch nicht wirklich. Ich kann doch mal mit ihr sprechen, aber. Was? Da ist doch in dem Turm. In dem Schutt oder was? Warum rennt da jemand weg vor uns? Scheiße. Allow me to gather these up. Ist weg. Mann. Schutt könnte wirklich nur sein, da steht auch ein Exit-Symbol. Also für irgendeinen Untergrund, glaube ich. Dass das im Turm ist. Warte mal, können wir über die Gebäude rein? Ist das das Anzeichen? Nee, da komme ich nicht hoch. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung hier geht. Ist da irgendwas versteckt im Busch? Boah, was eine Quest, Junge. Warte mal. Unten? Ich dachte mir, so eine versteckte Höhle oder so, aber. Nee. Und ab Wasser auch nicht. Hm. Bro, weißt du irgendwas? Bisschen so aggressiv. Im Schuttgraben. Da drin geht's runter. Warte mal. Okay, ich dachte schon. Also da drin geht's auf jeden Fall runter. Komm ich irgendwie hochgeklitscht? Ist das das Ziel? Für irgendwas? Kann ja auch nicht sein, oder?
I don't understand. Das letzte Mal Pause für YouTube. Ich gucke mir jetzt ein YouTube-Video an. Be right back. So, nach einer Minute waren wir direkt dort. Müssen mit der Kleinen hier drin noch reden. Die hat sich hier drin versteckt. Jetzt müssen wir zurück zu Kendrick mit der letzten Info. Holy moly, Alter. Ja. Ja, wahrscheinlich da drüben im Turm, ne? Lass mich raten. Wir sind da. Nee, doch? Macht jetzt den Schuh. This is the place to which the children were referring. Look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks. Let us make haste. Yes. Yeah. Yo. Malcolm. Du kleiner Bengel. Is restricted here. It would be troublesome if we were forced to do battle. Let us conclude our business and be quit of this place. You, alle machen hier was? Not to be gained from lingering. Kommen wir durch, oder? Okay. Oh oh. Okay. Faulige Hartknolle, ja, Digga. Vielleicht mache ich aus dem ein bisschen Hartknolle. Boah, Digga, gerade erschrocken. Malcolm, thank goodness you are You have my eternal gratitude, sir, arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick? Sein Doppelkinn. Seitwärtskinn. You'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret workshop. Truly. Perhaps we ought to take a look. Bücher. Let us endeavor to keep pace with our guide. Zeig mal her, Malcolm. Digga. Also das jetzt dem Magistrat zu geben oder zu sagen, krass. Ring der Erhaltung. Dass man darauf erst kommt. Respekt. Over here. Ah ja. Isn't it amazing? And I found me. Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? Natürlich nicht. We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray, tell. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. However, in exchange for your silence, you may come and go. Let's investigate this place's secrets together. Okay. It boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. I knew it to be so. Und was finden wir jetzt hier? Oh. Vulkanische Melodie. Jetzt haben wir schon die andere Quest automatisch angenommen. Ein historischer Bericht. Die Spannung zwischen Vermund und Batal erreichte ihren Höhepunkt vor 40 Jahren. Okay. Nothing more, alright. Malcolm, du kleiner Bengel, ich zieh dich so durch den Dreck. Ich kenne es wie gesagt noch von früher. Können wir die killen? Wahrscheinlich. Ich habe früher ein Game gezockt, das hieß Ragnarok Online. Da war ich noch sehr, sehr, sehr klein. Da war es auch so, dass es da Quests gab. Sehr simpel, aber man wusste einfach so gut wie absolut nicht, wie man die direkt lösen konnte. Sondern musste erst mit der anderen Person in irgendeiner anderen Stadt, die gar nicht zusammenhängen, irgendwie erst was quatschen, dort erst was erledigen, dann dort wird er das erst erreichen. Und das haben wir Spieler erst nach
teilweise Monaten oder sowas rausgefunden. Was ich ja geil finde. In gewisser Form. Dass halt einfach diese simple Scheiße heutzutage rausnimmt, zu sagen, okay, Questlog, hierhin, anklicken, zurück, anklicken, so ein Rotz. Ich feiere es bloß, ich reg mich natürlich in dem Moment ein bisschen auf. Weil es sehr ungewohnt ist auch unter anderem natürlich. So, okay, Malcolm. Du bist... Halt's mal. Tschüss. Ich kann jetzt weg, oder? Trautes Heim. Mildred, hau ab. Bildhauer, Digga, ein Batal. Guck mal, wo wir da hin müssen. Oh Gott, im Himmel. Das ist eine Weltreise. Dorf ohne Namen. Wohnräuber. Maskenball, nee, Laufbahn, Frust. Verzierte Dose. Digga, was haben wir denn jetzt alles? Ach du Scheiße. Ja, das hier, bitte. Und dann raus. Oh. Da Müll. Schon so lange keine Fights mehr. Außerdem habe ich ganz vergessen. Ach, die Spinnen haben die vorhin getötet. Ach so. Habe ich ja ganz vergessen, dass wir eigentlich die Käfer essen wollten? Ja. Ja, gar keinen Schatz, ne? Kann das aufmachen jetzt? Ah ja. Warte mal, muss ich das kaputt machen? Yes. Sorry. Oh, Digga. Also, krank. Echt gespannt ist, also das ist, ob das andere Leute ansatzweise rausgefunden haben direkt. Ich glaube aber auch nicht, oder? So. Darf ich jetzt in der Nacht mit der Ritterrüstung zurück zum Magistraten? Oder kriegen wir auf die Schnauzen? Wir machen das jetzt noch und dann, keine Ahnung, was wir machen. Könnt ihr entscheiden, Chat. Wir können auch irgendwann mal hinlaufen, in der Hoffnung, dass wir einfach mal eine andere Stadt entdecken oder so. Wenn wir reisen wollen. War das hier oben? Ja. Einfach straight hoch. Bin mal gespannt, ob es aggressiv werden. Ah, warte mal. Sorry. System speichern. Tschüss. So. Wie lange haben wir schon immer gefightet? Eine Stunde gefühlt, ey. Aber auch wieder in gewisser Weise cool, finde ich, wenn's... Ich hoffe, ich krieg's dann aufs Maul. Wenn es auch ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt ab und zu. Ja. Nein, ich will nicht da... Nein. Nicht in den Maskenball. Ich bin keine Kleidung. Hallo in den Turm. Gute Nacht, Sazarina. Schön, dass du hier warst. So. Ab wieder runter. Die eine Ritterrüstung müssen wir, by the way, noch verkaufen. Oh, nur eine. Echt mal gespannt, ob es dann in anderen Städten hoffentlich auch andere Waffen und Rüstungen gibt, aber ich denke es doch. War das hier? Ja. Ah. So. Well, have you found... Oh, to think such a place existed. Guide me outside, then. If you... Wenn ihr es böse? Wir sind Wache. Wir müssen... Wir müssen den Gefangenen nach außen transportieren. Ey, wo wir da jetzt hin? Ey, Bro! Kommst du jetzt? Was? Was ist denn? Komm her. Hier geht's raus. Digga, der will. Will der da hinten lang? Anscheinend. Was mache ich jetzt hier, man? Achso, hier muss ich auch raus. Okay, das ist Golde. Wow.
Ich bin schon komplett matt. Was runter, was? Der will komplett abhauen, oder was? Von unten. Komm mal jetzt, der Gas geht ja noch tiefer. What the? Ist er noch da? Ach, Digga. Was kümmert's mich? Aufmachen jetzt. Ja, langsam hat mein Brain Luck. Digga, dein Ernst? So this is where you were, Master. Aye, this should be far enough. My thanks. If you truly are arisen, then I words may be wind. But there's naught else I'd made. Das ist ein bisschen komisch, oder? Also die Quest-Dialoge zu dem Kampfsystem, was wir alles erleben, und die Schönheit draußen ist schon irgendwie gerade komisch. Aber ja. Alright. Das Totenkammer Leichen. Wenn ein Zivilist stirbt, wird sein Körper innerhalb weniger Tage nach dem Tod zu einer Leichenhalle gebracht. Okay. Batals Totenkammer oder Vermunds Leichenhaus? Okay. Der Erweckte kann die Toten mit einem Lazarusstein wiederbeleben. Ach, das, okay. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das heißt, es kann auch passieren, dass zum Beispiel ein Quest... Geber oder eine questrelevante Person, sieht aus wie Zombie, Bro, stirbt. Weil, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie Viecher auch angreifen können in den Städten oder irgendwelche Städte kaputt machen können. Und dementsprechend kann es dann sein, dass du die Quest ja gar nicht mehr bekommst. Für den Moment. Das heißt, du musst mit dem Lazarusstein oder so in die Leichenhäuser der jeweiligen Region und den Questgeber wiederbeleben. Weil er ist ja nicht mehr existent. Auch cooles Ding. Was anderes. Uff. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz hier einfach mal einen Cut für YouTube. Ja. Bis dahin. Tschüssi.